Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder LS15 auf der Map Arkendorf 2.2 zusammen mit Randy und den Tino. Hi Leute! Uhu. So. Hallo! Hallo Leute! So, neue Pelletlieferung! Ein bisschen blöd hier hinten die Ecke. Die Halle hätte noch ein Müh vorgekonnt oder könnte ein bisschen kürzer sein oder was auch immer. Ein Müh. Weißt du, was ein Müh ist? Ja, ja klar. Ja, Mann, Entschuldigung. Ich habe Maler gelernt, hallo? Moment. Moment. Du hast Maler gelernt? Ja. Jetzt verrat mir, was Maler mit einem Müh zu tun hat. Ja, wenn wir Schichtdicke berechnen, da rechnen wir eine Müh. Ach so, ernsthaft? Ja, ernsthaft jetzt, ja. Was? Hätte ich nicht gedacht, dass deine Bildung so weitreichend ist. Als Maul, ey. Okay. Sehr beeindruckend, Frizzy. Frizzy One. Frizzy One. Frizzy, der Erste. Denkst du wirklich, du wirst mal noch richtig was reisen, weil du dich Frizzy der Erste nennst? Ich hoffe es. Nein, keine Ahnung. Und du wirst Nachkommen haben, die dann deinen Drohnen... Naja, Nachkommen hat er ja definitiv schon, ne? Nachkommen hat er ja, aber die dann deinen Drohnen übernehmen. Nee. Dich töten und deinen Drohnen übernehmen, so wie früher im alten Königreich. Nee. Ey, muss ich euch was sagen, ne? Was, jetzt kommt's. Pass auf, jetzt festhalten. Ihr kennt doch die Kopfschüttler, oder? Kopfschüttler sind auch ein Begriff für euch. Diese Dackeldinger da, die im Auto. Kopfschüttler, Metal-Leute. Ach so. Die Metaller. Ja. Die richtigen Metaller. Und damit meine ich jetzt nicht die Beruf-Metaller. Sondern hier die mit den Kopfschütteln. Ja. Weißt du, wo die gerne gelebt hätten eigentlich? Also die sind ja, kann man sagen, also die haben ja einen Wunsch, die Metaller, die Kopfschüttler, ne? Die im hier mit den Haaren rumschleuder. Im Mittelalter! Im Mittelalter! Ja. Und ja. Dazu nächste Folge mehr. Ja. Ich finde das scheiße, dass Dalle den immer den zuerst rausgehauen hat. Übelst scheiße sogar. Ja, ja, ja. War eigentlich unserer. Um der Drache noch nicht drauf gekommen ist. Mittelalter. Ist Dalu denn wieder gesund? Frag ihn doch. Schmüppel. Geht's dir wieder gut? Oh, bist du ein richtiger Arschkriecher, hä? Bei dir geht's auch noch Abos, oder? Was? Wo ich krank war, hat sich keine Sau drum geschert, ja? Im Krankenhauslage, Stotter, sterbenskrank. Ja, ist so ich klar. Bitten, ne? Weißt du, was er geschrieben hat? Da Frizzy? Weißt du, was er da geschrieben hat? Nö. Nix. Das stimmt überhaupt nicht, meine lieben Freunde. Alter, ich habe sogar richtig homomäßig geschrieben mit Hashtag nur homo und so. Der hat gar nicht drauf geantwortet. Ich war das ihm scheißegal. Der hat da nicht geantwortet. Der hat nur gesagt, ja gut, hat der Frizzy mal gesagt, das war's. Hat gar nichts gesagt. Wer bist du nochmal? Was? Hab deine Nummer nicht. Hättest du ruhig mehr tun können, Frizzy. Ich hab die nur auch angerufen. Ich hab sogar seine Freundin angerufen. Denn die hat sogar gedroht, dass er vorbeikommt. Ja, ja. Ja, das hab ich ja noch gelesen. Da ging's dir schlagartig besser. So, boah, bin ich wieder fit heute, ey. So, zack, die Ampulle aus dem Arm gezogen und weiter geht's, ey. Die Ärzte schon so, oh, Herr Neuhoff, was ist denn los? Wunderheilung. Bleibst du da liegen? Ah, nee, der Sachse will vorbeikommen. Oh, ja. Wenn's mir nicht besser geht, kommt der Sachse vorbei. Wir müssen was machen. Morphium. Ja. Nein. Aber, nein, das stimmt. Frizzy hat tatsächlich auch geschrieben, ja. Aber Dalu, denke ich, geht's wieder besser, ja klar. Also er war letzte Woche auf der RPC, also. Ja, stimmt. Dem muss es wieder besser gehen. Achso, das wurde hast du leider nicht gesehen. Das Video. Nee, halt, ach, erstmal leckt's ja gerade bei mir wie Scheiße. Ich merk's. Bei mir nicht. Foto? Ich hab jetzt gerade ein 123er Bing, 120er Bing. Oh, ich hab 30. Also ich hatte letztens, wo wir gerade mal bei Dalu sind, habe ich mich letztens kaputt gelacht. Hatte, weil ich habe den ja auch bei Twitter folge ich den, da hat er ein Bild gepostet. Ich weiß, was kommt.
Da kommt so ein Zuschauer oder was, hi Dalu, alles gut bei dir, ich wollte fragen, ob ich vielleicht von dir diese Karten haben kann und hin und her. Und dann ganz viele Karten, also Steam-Karten meine ich jetzt, und dann ganz viele Steam-Karten und zwischen den Steam-Karten irgendwo sein Knife, was der da wohl immer bei Counter-Strike hat. Und dann hat Dalu gepostet, schöne Grüße zurück, du Huren, Punkt, 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 Punkt. Und ja, dann den anderen viel Spaß beim Kartensammeln. Herrlich. Das Foto war am Samstag, wo der RPC ist. Na gut, das hat nicht er gepostet, sondern Chico. Ja, hab ich gesehen. Hast du gesehen im Auto? Im Auto, ja. Die Karre darf nicht kleiner werden. Was? Weiß gar nicht, hat er das gesehen? Was war das für ein Auto? Ich weiß nicht. Ich hab's auch weitergereicht. Ich hab gesagt, hier, kennst du da irgendwas durch die Sonnenbrille von Chico? Was ist das für ein Auto? Nee. Die oder was? Klicky. Ja, Klicky, aber weil du konntest ja ein bisschen von den Spiegeln und vom Armaturenbrett ein bisschen was erkennen, aber ne, keine Ahnung, aber also kleiner durfte es definitiv nicht sein. Da hätte er dann schief drin sitzen müssen. Ja. Das sah sehr lustig aus, das muss ich lassen. Bei Dalu ist ja jetzt so ein bisschen, fällt ja das Image so ein bisschen, ne? Sein Mützen-Image. Das stimmt, er hat offenes Haar gezeigt. Ja. Aber nicht nur einmal. Chico hat ja gesagt, er hat eine Friseuse gefunden, die man ordentlich Haarschnitt verpasst hat. Das ist natürlich nicht böse gemeint, aber fand ich ganz lustig. Ja. Nur nicht so ganz verstehe, war die Brille. Brille? Welche Brille? Na, er hat ja so beim Zocken größtenteils diese gelbe Brille auf, was ich ja verstehen kann, die ist ja da irgendwie speziell auch dafür gedacht. Ja, die schon die Augen, ja. Die ist speziell. Aber die hat er ja beim Autofahren auch auf, das habe ich nicht so ganz verstanden. Nee, die Brille ist auf ihn extra zugeschnitten, die hat extra für diese Gaming-Gläser, aber auch gleichzeitig für Sehstärke und alles. Und die kriegt man nicht irgendwie so, hat er mal in so einem Video erzählt, was das für eine geile, geniale, teure Brille ist. Ach so, ich habe gedacht, hat er dich angerufen letztens. Hat er ja, so, nee. Wir hatten gestern gegrillt, nee. Da hat er es mir gezählt. Habt ihr gegrillt gestern, ja? Ja. Nein, Quatsch, Leute, ich habe gar nichts mit ihm zu tun. Überraschend, ne? Keine Angst, ich habe auch nichts mit dir zu tun. Haben. Ja, das... Viel Spaß. Aber das stimmt. Ja, die Brille ist bestimmt ganz cool. Wie gesagt, wenn man viel vorm Rechner sitzt, klar, Vollzeit-YouTuber und so weiter, es ist anstrengend für die Augen. Ist normal, ne? Das ist normal. Flüpp. Trotzdem ist noch was. Könnte mal jemand, Even Doodle. Nee. Ist gut. Passt. So. Was machen wir jetzt? Ich überlege gerade. Bei vorhin. Also Obstproduktion läuft alles. Haben die Kühe denn schon wieder Milch produziert? Weil ich hatte da auch nur. Hatte ich das hochgefahren. Okay. Knapp 10.000. Ist Wasser bei dem Hirschen? Ja. Und das ist auch dort. Hackschnitzel, wir brauchen Hackschnitzel. Definitiv. Und zwar für Kartonage-Fabrik. Die produziert nichts mehr. Ja, Sägewerk arbeitet, ja. Sägewerk arbeitet aber auch nicht mehr. Keine Holzschirme mehr, glaube ich. Er hat nur 10% drin. Ich guck mal, ich bin ja mal die Meldung gelesen zu haben, dass Holzschirme leer sind. Ja, ich bin ja gerade noch nicht. Ich guck. Ne, ich guck zuerst. Aber ab, du One. Ne, sind leer. Dann gleich einmal Freezy hier oder was weiß ich, können wir ja direkt mal den den automatischen Holzlader. Den für Langholz. Oh ne. Direkt mal hochfahren. Doch. Kannst du direkt zu unserem Holzplatz hochfahren und ich komme hinterher geeilt. Jo. Und dann können wir gleich nochmal Hackschnitzel oben machen. Nimm bitte. Achso, nee, geht ja nicht. Bring ich noch einen Anhänger mit hoch. Ach so, stopp. Du hast den New Holland, ne? Jo. Also leer kriege ich ihn bestimmt da hochgefahren, voll wird nur ein Problem. Ja. Können wir vielleicht zu dritt eben machen oder so?
Ja. Ja, ja, ich hab nur noch. Könntest du ja mit dem, du hast den ganz großen Randy, vielleicht könntest du häckseln. Ja, wie gesagt, ich hab bloß gerade noch hier den. Schafft. Wie gesagt, ich hab nur noch schnell die Sammelwaffen zurück. Ja. Na, 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 so, dann haben wir hier nochmal ein paar Paletten Kirschen und Pflaumen, das ist gut. Hier auf jeden Fall weiter. Moment, hier ist falsch. What? Hier falsch. Ah, was denn du wieder? Milk Max? Was, schon wieder leer? Er zutscht dir aber durch. Ja. Er lutscht die durch. Oh. Also erinnert mich noch, ich war ja vor letzter Woche Dienstag, war ich ja mit Kliggy unterwegs. Weil er hatte ja Urlaub, da sind wir halt mal eher nochmal zu den Tschechen gefahren. Und das war sogar mal am Tag, wohl bemerkt. Klicki hatte halt einfach ne, mal Bock auf, wie hieß das, die Kette Subway, ne? Und ich war ja noch nie bei Subway, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Da habe ich immer einen Bochum drumherum gemacht. Und ja, habe ich mir das Ganze mal so angeguckt, die in Zwicke. Und war eine sehr interessante Konstellation. Wir sind da reingekommen und Tritratolala und an der Dings, an der Theke, habe ich so auf dem Dings gesagt, gut, stehen halt zwei Frauen, ne? Stinkt normal, die da ihr Gedöns machen. Klicki stellt sich an, ich stelle mich daneben, so ohne Interesse. Achso, warte mal, bevor ich weiter erzähle, soll ich irgendwas mit hochbringen? Den Häcksler hast du da oben ja noch, oder? Häcksler steht hier. Ein Hänger wäre vielleicht. Anhänger. Ach ja, warte mal, der steht hier, ja. Na gut, ich halt so desinteressiert, steht da halt im Endeffekt, ne, die machen ihre Arbeit. Klicki dreht sich zu mir rum und sagt, der Kerl ist voll schwul, hör den mal zu. Und ich denke mir, ne, vor ihm, also vor Klicki steht halt einer, da hab ich schon gedacht, na gut, den wird er wohl meinen, gut, alles klar. Und naja, die ganze Scheiße geht so weiter hin und her, bis er da mal dran ist, es dauert ja aber ewig bei denen, also keine Ahnung, Fast Food hat da nicht, das Wort ist da irgendwie, das Fast ist da falsch. Und so. Und am Ende sage ich dann noch, naja, Ihnen noch einen schönen Tag. Das war ein Fehler. Das eine war eine Frau. Das andere war ein Kerl. Der aussah wie eine Frau. Lol, ernsthaft? Ja. Oh. Das Problem war, der hat halt alles gepasst. Klamotten, Brüste. Es gab keinen Grund. Der hatte Brüste? Ja, ja, also wie gesagt, wo Klicki gesagt hat, hier, bla bla bla, und hin und her, gedacht, ja, der kann doch vor ihnen meinen, weil die da drin steht, die hatte definitiv, also die hatte schöne Brüste. Und da blieb kein Grund zum Zweifeln dran, dass das eigentlich ein Kerl ist. Mhm. Weil auch übelst kurze, also ne, so wie man halt Frauen mit kurzen Haaren kennt, so sah das halt aus im Gesamtpaket. Nein, das war dann doch ein Junge. Naja. Wir sind ja Gott sei Dank dann gegangen. Ich weiß nicht, wie die Reaktion war. Ich habe mich nicht rumgedreht. Deswegen. Aber so viel zum Thema kleine Geschichte. Auch wenn sie. Du wurdest verprügelt jetzt. Von dem. Wie nennt man ja, sowas? Ja, klar. Twitter, ne? Twitter? Bist die. Transe. Genau. Transvestit. Transvestit. Oder ja. Randy dann verprügelt. Die, müsstest du eigentlich wissen, du rennst ja jetzt Wochenende in Frauen. Wo ist der? Wo ist der? Was, wo ist der? Ist direkt eine Cockschelle gekriegt. Hier, boah, jetzt guck mal, jetzt benutze ich hier schon Tinos Wörter. Ich häng zu viel mit euch ab. Cockschelle. Ja, besser als wie wenn du den ganzen Tag COD spielst und da irgendwelche Kinder beleidigst. Ich werde beleidigt. Guck mal auf mein Steam-Profil, was die da für Kommentare hinschreiben, die Spackos, ey. Kein Wunder. Ich bin gerade mein Messer am Level. Dann bin ich die ganze Zeit nur am Messern und dann die einen, du Knife Runner Spasti, sonst kannst du nix. Keine Ahnung, was die alles schreien, ey. Ich glaube, du schaffst einen zu messern, ey. Ach. Wenn ihr beim nächsten Mal gegen Dalu spielt, COD, hier, die euer Bomben entschärfen, musst du sagen, ich nehm Freezy im Team. Dann gewinnst du. Ja, okay. Interessant. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall. Aber du erinnerst dich noch, Tino, an unsere letzte Rainbow Six Season. Ja. Wo wir. Da haben wir nicht aufgenommen, sondern. Wo wir Livestream gezockt haben letzte Woche Freitag, ne? Wo wir zum Schluss den Hacker drin hatten. Ja.
Naja, und ich war dann einfach noch drinnen, ne? Da war der Livestream dann schon vorbei im Endeffekt. Und ich war dann einfach noch drinnen und hab den Typen zugeguckt, der hat halt wirklich, der hatte Warlock und ein Aimbot halt an, aber übelst auffällig. Und die Typen, die da mitgespielt haben, einer hatte mir dann unter irgendein Video dann, wo wir mit Dalu Rainbow Six aufgenommen haben, unten drunter geschrieben und hat mich in Englisch hart beleidigt. Hart beleidigt? Ja, als wir in der Kanale schlimm die Übersetzung war irgendwie, du spielst mit Hacker, du Hurensohn oder du Idiot oder spielst du was. Weil man uns ja auch so diese Randoms voll aussuchen können. Ja. Und soweit ich weiß, hat Tino den auch noch getötet, den Hacker, oder nicht? Ja, erschossen sogar noch, ja. Ja, und ich bin halt einfach drinnen geblieben, hab den dann halt zugeguckt, ne, und das hat mir halt nicht so gefallen. Ja, ich hab deine Google-Übersetzer rangehauen und hab dann zurückgeschrieben, ich spiel höchstens mit deiner Mutter, wenn ich Bock drauf hab. Ja. Und das war's dann. Mit deiner Mutter an der Pflaume, ey, Junge. Landwirtschaftssimulator. Eins, zwei. So, aber. Freezy. Oh, wir sind schon wieder durch. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei den anderen zwei vorbei. Wir sehen uns morgen wieder. Und tschüss. Tschüss.